zur Dampfmaschine von Herrn. Die Dampfmaschine von Herrn nutzt eine Wärmequelle, um mechanische Arbeit zu verrichten. Dies ist ein Modell der Dampfmaschine von Herrn. Hier werde ich gleich Wärme einfügen. Diese Wärme wird sich dann übertragen auf das Wasser, das sich in diesem Zylinder befindet. Dieses Wasser wird dann verdampfen und dieser Wasserdampf wird dann über diese Leitung in diesen Kolben übertragen. Und da der Wasserdampf sich dehnt, wird er diesen Kolben nach außen drücken und so wird dann dieses Rad drehen. So kann man also aus Wärmeenergie mechanische Energie gewinnen und der Rest der Wärme geht dann zu einer kälteren Quelle, das sieht man hier, und durch diesen Schornstein kann dann Wasserdampf an die Umwelt abgegeben werden. So funktioniert diese Dampfmaschine. Ich werde zuerst Wärme hinzufügen. Dazu muss ich hier Wärmemenge erstellen. Das ist die Wärmequelle, die ich jetzt hier einfüge. So, es war nicht ganz so einfach, das hinzukriegen. Jetzt müssen wir natürlich ein wenig warten, bis der Wasserdampf entsteht. Da können wir entdecken, es ist schon Wasserdampf vorhanden. Ich öffne jetzt hier diese Leitung. Es gab etwas Bewegung. Ich gebe eine Starthilfe. Und somit funktioniert unsere schöne kleine Dampfmaschine. Ich sperre jetzt hier den Wasserdampf ab. Hier ein Schema zur Dampfmaschine von Herrn. Diese hinzugefügte Wärmemenge Q1 erwärmt das Wasser und lässt es verdampfen. Dieser Wasserdampf dehnt sich und drückt diesen Kolben nach außen. Somit kann hier mechanische Arbeit verrichtet werden. Nach dem zweiten Satz der Thermodynamik wird ein Rest dieser Wärmemenge zu einer kälteren Quelle automatisch übergeführt und kann hier entweichen. Hier die Animation. Die Dehnung von dem Wasserdampf drückt den Kolben nach außen und der atmosphärische Luftdruck drückt den Kolben wieder nach innen. Nach dem ersten Satz der Thermodynamik gilt, diese Wärmemenge Q1 ist gleich zu dieser verrichteten Arbeit W plus diese Restwärmemenge U2. Gustav Adolf Hirn war ein französischer Wissenschaftler.